Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zum AT-Alltag in dieser Woche. Wir haben ja in den letzten Wochen die russischen bzw. die sowjetischen ATs durchgespielt, also immer gezeigt, jeweils die Tierstufe. Und heute sind wir nun auf Tier 10 angekommen mit der Objekt 261. Falls ihr die letzten Wochen so ein bisschen verpasst habt, ich verlinke euch mal das Video von letzter Woche rechts oben in der Infokarte mit der 212A-Arti. Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung. Und wie gesagt, heute Tier 10. Enger Richtbereich, mobil, sehr, sehr präzise Kanone, gute Schussfrequenz, geringer Alpha. Ja, das ist eine der wenigen Artis, wo es meiner Meinung nach durchaus Sinn machen könnte, in gewissen Situationen zumindest auf eine AP oder eine HE2 zurückzugreifen, weil man mit der Art, die hier wenigstens in der Lage ist, präzise zu treffen. Nichtsdestotrotz, nein. Einfach nein. Schöner Treffer. Das war aber auch kombinierter Schaden dabei. Nicht, dass ihr denkt, das war so viel. Also auch hier würde ich da nicht irgendwie auf die HE2 oder AP zurückgreifen. Das Problem bei der ist auch, wenn man davon zu viel mitnimmt, hat man ganz schnell das Problem, dass ihr leer geschossen seid. Und das will man natürlich nicht. So, komme ich hier, da komme ich nicht hin und da komme ich auch nicht hin. Und da komme ich aber auch nicht hin. Oh, aber an den Kunze komme ich. So, hallo Kunze. Wow, okay, da hat die Arti jetzt mal richtig verzogen. Das war schade, denn der Schuss hätte eigentlich durchaus treffen können. Die ist wirklich zuverlässig. Ich mag die Kanone. Und so länger die Runde läuft, desto mehr kann man eigentlich mit ihr auch machen. Also auch Support-Schaden sammeln. Also sie verkörpert im Grunde das, was Wargaming anscheinend möchte. Nämlich sehr viel Support-Schaden zu sammeln, indem man sehr viel Stun macht. Okay, und hier lässt uns dann mal eben die Kanone im Stich. Das ist sehr, sehr schade. So, da komme ich jetzt nicht hin. Er muss wieder an die Stelle fahren, ja. Er muss auch wieder gespottet werden. Das passiert aber auch. Jetzt stellt das immer wieder Artis. Aber ich glaube, da ist er besser zu treffen. So, mein Freund, jetzt nochmal. Alter, das gibt es doch nicht. Okay, also, ganz im Ernst. Ich habe die Kanone schon tausendmal zuverlässiger gesehen. Das waren jetzt drei Schuss, die wirklich fürs Klo waren. Das habe ich schon um Längen besser erlebt, auf den, was wir da jetzt auf den Kunze-Panzer gerade sehen. Da lässt uns der RNG tatsächlich schon ein bisschen im Stich. Wir zielen mal ein Stück weit dahinter. Der Kollege kommt wieder. 100 Pro kommt der wieder. Der wartet jetzt bloß, dass er zugeht. Aber wir müssen davon ausgehen, dass der auch wieder da ankommt. Der kommt da auch nicht ungespottet weg. Also eins von beiden. Ja, genau. So, jetzt. Alter! Was ist das denn? Ich lobe die Kanone. Ja, ich habe die Kanone gelobt. Okay. Ich ziehe nun extra schon hinter dem Panzer und trotzdem bleiben wir hier an diesem blöden Scheißding hängen. Und daran ändert auch der G-Modus nichts. Ja, also für die, die jetzt wieder anfangen, du musst in dem G-Modus spielen, oh Herr, du bist ein totaler Depp. Ja, geh woanders kommentieren. Ich möchte so spielen, wie ich spiele. So. Rechts ist aber auch schon mehr oder weniger gefallen. Ganz hinten auf K0 steht einer. Jetzt kommt hier das Objekt hoch. Ja, und da treffen wir dann wieder absolut zuverlässig. Hier VZ, ich weiß nicht, was du vorhast, aber so, ich hätte ja gern die Beach Party unterstützt, ne? Aber der Kunze steht da mehr oder weniger noch Full HP. Dass die Beach Party wenigstens mal durchdrücken kann, aber so, wetten, jetzt geht der Schuss bestimmt dahinter. Na, er schlägt wieder vorne ein. Was ist das denn? Also, das ist jetzt der fünfte Schuss, der, also ich ziehe ja jedes Mal auch ein Stück weiter da hinten. So, Kollege. Kümmerst du dich um den? So. Ich ziele jetzt, ich habe ja mittlerweile schon dahin gezählt und trotzdem bleiben wir an dieser blöden Böschung hängen. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt neuer Versuch.
So, Schuss ist raus. Na endlich! Alter, kümmerst du dich mal bitte um den Cheesor? Danke. So, da hinten steht noch ein Waffenträger. Der steht aber dankenswerterweise deutlich offener. So, mein Freund. Ja, die Beachparty ist im Grunde vorbei. Wow. 21, das war knapp. Ja, die Beachparty verliert das jetzt. Das, liebe Leute, man kann das nochmal wiederholen. Auf Overlord fährt man nicht zum Strand. Man verteidigt höchstens die Aufgänge, aber man fährt nicht zum Strand auf Overlord. So, und jetzt kommt tatsächlich so ein bisschen auf die Bad-Chat-Arty und auf mich an, hier dem Conqueror irgendwie am Leben zu halten, wobei das höchstwahrscheinlich extrem schwer wird. Man muss tatsächlich extrem weit hinter den Kunze-Panzer zielen. Dann noch der Standard B. Waffenträger ist auch noch mit am Start. Schade. Ja, okay. Das war's auf jeden Fall jetzt. Unser VZ hier, großer Meister. Wir hätten sicherlich auch nochmal den Kunze schießen können, einfach um den rauszunehmen. Am Ende spielt es irgendwie keine wirkliche Rolle. So, die Frage ist, wer spottet hier... Ja, TVP. Macht sich da jetzt leer. Hat, glaube ich, noch eine Granate drin, wenn ich mich richtig nicht richtig gezählt habe. Jo. So, da wäre natürlich jetzt eine AP gut gewesen. Am Ende kann er mich jetzt hier rausnehmen und wir verlieren die Runde. Machen aber mit 2000 Schadenspunkten und 704 am Ende immer noch eine gute Runde. Das Einzige, was mich jetzt hier so gestört hat, war dieser, dass die Kanone wirklich auf den Kunze-Panzer da... Also, ja, da war eine kleine Erhebung. Das Problem bei der Objekt 261 ist der flache Schusswinkel. Das ist ein schwieriges Wort. Nichtsdestotrotz... Also... Weiß ich nicht. Also die hat die Kanone auch so ein bisschen uns da getrollt. Definitiv. So, was gibt es hier jetzt? Tagesaufträge, irgendwas. Verstanden, verstanden, verstanden. Und wir sehen uns gleich wieder in der zweiten Runde. Zweite Runde, Westfield. Prinzipiell kann man da nicht drüber meckern. Die Karte ist soweit in Ordnung. Wir müssen mal bei der Heavy Lane jetzt ein bisschen gucken, bezüglich, ob man da gut reinhalten kann. Wegen dem flachen Schusswinkel. Also hier so C2, C3, so die Richtung. Das könnte tatsächlich ein bisschen tricky werden, weil wie gesagt, die 261 hat... Das ist so ein bisschen die Krux. Damit muss man umgehen können. Das ist mir am Anfang auch nicht leicht gefallen. Und ja, da hilft auch der G-Modus. Falls jetzt wieder jemand nochmal sagt, hier G-Modus. Erste Runde, G-Modus. Ja, G-Modus. Habe ich G-Modus gesagt? So, okay. Hier ist, das sieht man jetzt schon. Das ist wirklich das große Problem dabei. Ja, da muss man tatsächlich ein bisschen deutlich dahinter zielen. So, was macht denn der Badger hier? Der Badger ist natürlich ein geiles Ziel da. Oder die Grille 15 ist auch ein tolles Ziel. Wobei die vorher schon rausgeht, oder? Oh, yes. Yes, die geht raus. Gut, dann E100. Schade. So, Leo ist schon raus. Grille ist raus. Oh, zwei Kranwagen. Da müssen wir Fokus drauf legen. Die haben hier natürlich gutes Spiel, aber natürlich bei drei Artis dann auch wieder nicht so sehr. Wenn die nochmal kuscheln, wäre das natürlich super für mich.
Wobei die jetzt auch beide gerade gestunt sind. Dann warten wir mal kurz. Okay, dann warten wir nochmal. So, haben wir jetzt nicht viel Damage gemacht, aber ich wollte jetzt warten, bis die aus dem Stun raus sind. Die Heavy Lane sieht gut aus. Da ist jetzt bloß noch der EN-100 und der Kranwagen. Kranwagen geht raus. Und in 2 Sekunden... Natürlich. Da hebt er dann das Medkit, holt er das Medkit raus. Scheiße. Jodel, Jodel. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Jetzt müssen wir bloß hoffen, dass die gegnerische Arti die counter die GW. Hat sich doch keiner von unserem Team dafür interessiert, dass der Jochen da durchkommt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die von da oben kommen und uns hier easy going spotten können. Und das Problem wird jetzt sein, dass wir da nicht rechtzeitig wegkommen. Und es bewegt sich halt auch keiner in die Richtung. So, ich bin schon One-Shot. Das könnte jetzt eine kurze Runde werden hier für uns. Los, gib Gas. Okay, jetzt sollte man einigermaßen safe sein. Der Stritzwagen ist da jetzt hochgefahren. Okay, das sollte jetzt erstmal keiner durchkommen. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal stehen bleiben. Können und... Ah, an den Badger kommen wir nicht ran. Okay. Dann bleiben wir mal dort. Die sind also nicht durchgefahren. So, E50. Kriegen wir auch noch Support, so wie es aussieht. Die Runde ist zumindest mal spannend. Okay, jetzt kommt der E50 doch durch. Das heißt, wir müssen doch nochmal die Beine in die Hand nehmen. Okay, E50 geht raus. Viel Support gab es da jetzt nicht. Trotzdem ist da immer noch... Also hier ist halt... An den Badger kommen wir eh nicht ran. Das könnte jetzt auch noch ein Lost werden, wenn die das gut verteidigen. Wenn die den Badger da nicht rauskriegen... Die GWEN-100 hat da volles Risiko gespielt, aber die hat auch das Problem, die kommt da halt einfach nicht weg aufgrund ihrer Mobilität. So, komm, da brauchen wir gar nicht versuchen. So, WZ eventuell. Okay, da wollte ich mal snappen. Gut. Haben wir dann nicht gebraucht. So, ich bewege mich aber wieder in Richtung, ein bisschen in Richtung... Ja, keine Chance. Also der Badger muss tatsächlich hochkommen, dann können wir ihn ein bisschen splashen eventuell. Aber hier ist dann die Flugbahn zu kurz. Mal gucken, ob wir ihn... Ne, schießen wir drüber. Das ist das Problem der flachen Flugbahn. Ich vermute mal, dass du auch mit anderen Artis dort Probleme hätte, da hinzuwirken. Aber mit der hier dann nochmal im Speziellen.
Ja, aber wenn man das Panzerungsmodell treffen kann, dann warum nicht? Aber es nützt uns leider nichts. Ja, seht ihr das? Wenn wir direkt auf den Badger zielen, dann können wir treffen, weil der Badger halt eine gewisse Höhe hat, das Fahrzeug. Und dadurch haben wir einfach die Möglichkeit, da ihn zu treffen. Aber ja, 279. Ja, jetzt bleiben wir wieder hin. Okay. Ich sag ja, wenn die das gut verteidigen, dann verlieren wir das jetzt noch. Die stehen da halt Arti-safe. Jetzt müsste man halt die Position wechseln und irgendwo sich bei F0 hinstellen. Auf das Risiko, dass dort der Leopard noch irgendwo steht. Damit man an diesen Super-Kongo-Horn, an den Badger rankommt. Weil das ist gerade eigentlich das Problem, was wir hier haben. Dass wir drei Artillerien haben, die da jetzt irgendwie nicht richtig an die Fahrzeuge rankommen, an die Gegner. Ansonsten wäre das jetzt hier schon eigentlich easy going. Oh, Scheibenkleister. Ich sag doch, wir verlieren das jetzt noch. Ja, nützt nichts. Wir müssen gucken, dass wir den Kranwagen irgendwie supported kriegen. Und dazu müssen wir irgendwie an den Badger beziehungsweise an den Super Conqueror rankommen. Jetzt sieht man auch den Vorteil der Arti, dass sie nicht so unmobil ist, sondern dass sie im Gegenteil, also eher Mobilität hat. Nicht so super wie bei der Franzosen Arti, aber man kann schon damit arbeiten. Wenn man einigermaßen einen Blick aufs Schlachtfeld hat, dann funktioniert das auch. So, wie ist denn jetzt hier die Schussmöglichkeit? Naja, immer noch eingeschränkt. Und wenn da drüben jetzt was steht und... So, hier kommen wir nicht hin, aber der an den Super... Ja, immer noch nicht an den Super Conqueror. Da kommen Blindschüsse. Ich versuche mich jetzt mal hier ganz in die Ecke reinzustellen. Da ist der Super Conqueror. Da ist der Badger. Also, spannende Runde. Ich glaube aber immer noch nicht dran, dass wir die gewinnen können. Wir liegen von den Hitpoints hinten. Die haben noch einen übelst mobilen Leopard. Ja, und unser Kranwagen ist gespottet. Das wird der Leopard gewesen sein mit einem leichten Highroll, würde ich sagen. Und jetzt ist halt die Frage. Wir hätten auf dem Conqueror bleiben sollen, dann wäre der höchstwahrscheinlich jetzt rausgegangen. Weil der ging nochmal auf. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er nochmal aufgeht. Dass der FV da rausgeht, war so oder so klar. Aber dann hätten wir den Conqueror eventuell rausbekommen. Jetzt ist halt die Frage, geht jetzt hier nochmal was auf? Fährt der Conqueror jetzt in den Cap? Kann die GWE-100 den dabei spotten? Kriegen wir da noch einen Schuss? Sich der Kranwagen auch wieder. Hab ich gar nicht mitbekommen. Das heißt, wenn jetzt der Leo von hinten kommt, dann sind wir so oder so tot.
Ja, du kannst ja noch ein paar Mal hinpingen. Ich habe da jetzt schon einmal hingeschossen, aber tatsächlich. Ja, die GW geht eher raus, als sie den Conqueror spotten kann. Und der Kranwagen kommt am Badger nicht durch. Und ich vermute, dass jetzt gleich der Leo von hinten kommt. Und von rechts halt der Conqueror, ja. Jetzt die Frage, was der. Oh, guck mal da. Der Conqueror macht's gut. Da kommt man nämlich nicht mehr ran. Ah, der Conqueror macht's richtig gut. Und der Leo wird gleich von hinten kommen. Kannst du davon ausgehen, der Leo kommt gleich von hinten. Und der Conqueror weiß genau, dass die Arti hier steht und fährt natürlich den äußeren Weg. Ist das schlau? Also gut gespielt, muss man auch sagen. Ach, guck mal, jetzt steht tatsächlich jemand im Cap. Da schon mal nicht. Schöner Schuss vom Kran. Hat er gut gemacht. Ich würde jetzt sagen, der Leo steht im Cap. Kann aber auch der Badger sein. Also der. Schwer zu sagen. So, und ich habe noch eine normale HE. Ich würde sagen, das ist der Leo. Der Badger ist zu langsam dafür. Ja, da ist der Badger. Die Object A, die kriegt den Leo nie im Leben auf. Das kannst du vergessen. Also, ich hätte eher schießen müssen. Der Kranwagen ist zu weit weg. Dann hätten wir jetzt noch eine Chance gehabt. Wenn der Kranwagen einen Spot geliefert hätte, ja, so wird's jetzt, gewinnen sie das durch Cap. Ich kann auch nicht nochmal schießen, die Zeit ist rum. Der Kranwagen kommt hier höchstwahrscheinlich zu spät. Da sind die ganzen Häuser am Weg und, jo, das war's dann. Vielleicht hätte man auch hier hinter schießen müssen. Sei es drum. Runde war spannend. Am Ende vielleicht ärgerlich. Mit ein bisschen mehr Konzentration hätte es vielleicht sogar noch ein Sieg werden können. Aber so ist es halt. Niemand ist perfekt. Heute war ich es nicht. So, und dann gucken wir mal, was das am Ende für eine Auswertung gegeben hat. Ich würde aber sagen, nichts Besonderes. Zweite Klasse, dritte Klasse, wenn überhaupt. Ich glaube nicht, dass, ja, dritte Klasse war das jetzt Unterstützer. Zweimal verloren. Schade, schade, schade. 1800 Damage haben wir hier in der Runde gemacht. Ein 1-1 Support ist insoweit in Ordnung. Ihr seht aber auch, mit was für Modulen ich die Arti fahre. Einfach um das Maximum da rauszuholen, die Einzielzeit zu pushen. Die Drehfreudigkeit aufgrund des engen Richtbereichs und natürlich der Ansetzer für die Nachladezeit. Lasst mir gerne euer Feedback da. Wenn es euch gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt sind das Game One-Fan, Gorwin, Kirtano und Kulle. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.